und herzlich willkommen bei Plants vs. Zombies Teil 2. Wir haben hier Level 10 in Welt 1. Möchte ich jetzt auch nochmal ausprobieren. Es sind einige interessante Sachen weiter hinten, wenn wir die schaffen würden. Deswegen möchte ich hier einfach angreifen. Der Schakal ist natürlich wieder mega eklig. Deswegen überlege ich gerade, wie ich es aufbaue. Also klar, Sonne brauchen wir auf jeden Fall. Ihn sehe ich sogar ein bisschen als nutzlos an. Ich überlege für die Kamele den Bodenkrabbler. Weil wenn der da ist, dann sollte das eigentlich auch nichts machen. Dass ich unseren normalen Schießer weglasse. Oder ich nehme den Bumerang mit rein. Ah, schwierige Frage. Also auf jeden Fall. Verlangsamung. Drache war immer gut. Dann brauchen wir noch Steini. Und ich glaube, ich probiere es mal mit dem Bodenkrabbler. So, weil wo der ist, kann logischerweise ja auch kein neuer Tombstone hier entstehen. Deswegen probieren wir es mal über die Variante. So. Okay. Der muss eh hier an dem erstmal vorbei. Dann setzen wir den in die Lane. Okay, das Praktische ist natürlich, sie kommen alle auf einer. Das heißt, ich kann mir noch ein bisschen Zeit lassen hier. Mit dem Angriff. Okay, jetzt kommt Pharao. Den sollten wir natürlich schnell angreifen. Auch hier unten wartet eigentlich einer, den ich nicht unbedingt hier haben möchte. Na, wirst du wohl meine in Ruhe lassen? So, der erste, der ist schon ein bisschen Ärger macht da hinten. Na komm, ich brauche noch einen. So, wie sieht's mit Eimerli aus? Sollen wir auf den nochmal gehen? Ja, also hier bauen wir auf jeden Fall erstmal einen hin. Damit die ein bisschen abgesichert sind. So, dann gehen wir da drüben auf unser Kamel. Den sollte ich eigentlich ersetzen durch einen Drachenjoe. Na, wo ist in dieser Reihe eigentlich meine Absicherung? Na, okay, ich sollte den einen auch noch ersetzen. Setzen wir einen Drache rein. Und dann wird man da oben mal einen Tombstone, oder? Gräber können nicht bepflanzt werden. Ja, I know. Ich brauche Sonne. Da oben, komm. Dann Sitzling. Hier nochmal einmal extra. Komm, 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 komm. Jetzt schöner Angriff. Da machen wir uns auch noch einen Drache hin. Die Drachen sind echt gut. Ich bräuchte einmal hier unten. Für unsere Slowwalker. Ja, ich komme gleich online, Henrik. Komm, einmal Sonne, danke. So, jetzt da unten noch einmal. Na? Ach, wie ich diese wie ich diese Sonnenanbeter halt hasse. So,
So, da schützen wir uns auch nochmal da davor. Das sollte eigentlich auch dann gehen. Klappt das? Da haben wir noch eine Münze. Dann hier noch einmal schützen da davor. Hier machen wir auch noch einen hin. So, ich brauche Sonne. Okay, der eine Sonnenanbeter ist weg, aber ich brauche ganz dringend schnell eine Absicherung. Was ist denn jetzt passiert? Ach, ein Sandsturm kommt. Okay, das war jetzt natürlich sehr intelligent, da das hinzubauen. Setzen wir hier nochmal einen hin. Würdest du wohl meine Sonne lassen? So, nochmal einmal extra. Dann setzen wir, glaube ich, hier oben nochmal einen hin, falls sie uns doch zu nahe kommen. Und ich bräuchte einmal Sonne für einen Stein. Oder für sowas, das ist mir auch recht. Dankeschön. Dann setzen wir hier. Lass meine Sonne in Ruhe. Wo sind sie denn besonders nah? Der hier unten. Der Gräber Joe, der macht immer nur Ärger. So, den behalten wir uns noch. Da oben müssen wir gleich einen Stein ersetzen, so wie es aussieht. Aber es sieht gerade sehr gut aus. Wir haben alles voll gepflastert. Komm, hier auch noch einen für dich. Dann können sie eigentlich schön kommen. Komm, 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 komm. Ja, der gehört mir. Was heißt eine große Welle? War das gerade eben keine große Welle? Okay, ich glaube, jetzt können wir dann mal einen Großangriff machen. Oh, es läuft halt alles in Slow Motion ab. Der Tablet ist komplett überlastet. Da oben muss ein Steini. Nein, ich will ein Steini. Nein, du klaust mir meine nicht. Haben wir irgendwo noch eine Möglichkeit, irgendwo was zum Pflanzen? Nee. Komm, Angriff. So, Tombi will ich eigentlich auch noch weg haben. Hier der Wolf-Guy. Aber es sieht gut aus, es sieht gut aus. Aber in diesem Level gab es jetzt irgendwie gar keinen. Gab es schon Diamanten? Da wird wahrscheinlich nicht in jedem Level eingeben. Und die letzten Male habe ich natürlich komplett versagt. Okay, jetzt wird es langsam wieder schneller. Weil er mit dem Berechnen hinterherkommt. Gut, Zermalme in diesem ägyptischen endlosen Modus, Zombies für fette Belohnung. Gut, wir haben diese Runde geschafft. Sogar sehr gut. Das war Runde 1.10. Oder? Habe ich es richtig gesehen? Yep, es war Level 1.10. Nach 1.11 bekommen wir dann
hier entsprechend noch ein Geschenk für uns. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Runde hier bei Plants vs. Zombies Teil 2. Ich bin schon echt gespannt, wann wir hier die tollen... Oh, den Schlägertypi aus dem endlosen Modus, aus dem Vasenmodus. Und hier noch ein paar sehr, sehr schöne Sachen da hinten. Und auf den Boss da hinten freue ich mich eigentlich auch. Okay, ich danke dir fürs Zuschauen und bis dann. Ciao, ciao.